Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franziska und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. So du Abonnent bist, vielen lieben Dank für dein Abo. Ich freue mich da unglaublich drüber. So du neu bist, herzlich willkommen. Auch über dich freue ich mich ganz sehr. Wenn ihr mit dieser Legung in Resonanz geht, dann lasst mir gerne als Zeichen der Dankbarkeit einen Daumen nach oben da. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit und die Mühe. Diese Legung beinhaltet heute die Informationen für den Oktober, für den Skorpion, wenn du diesen im Sonne, Mond, Aszendent oder in der Venus hast. Könnte hier was dabei sein für dich? Könnte deswegen, weil es sich um eine allgemeine Legung handelt und da ist es nun mal so, dass es nicht immer sein muss oder sein kann, dass es auf dich zutrifft. Wenn es auf dich zutrifft und du möchtest gerne eine persönliche Legung, freue ich mich auch darüber sehr. Du findest alle Kontaktdaten unten in der Infobox. Ebenso findest du in der Infobox alle verwendeten Karten. Das Engeltarot von der Doreen Virtue, die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von der Colette Bern Reid oder Reid, die Licht und Schatten Lenormand-Karten von der Angelina Schulze und das Seelenblick-Kartendeck von der Doreen Stahl. Die Karten liegen heute so im Vergleich zu den anderen Legungen, falls ihr mehr anschaut, weil ich schon angefangen habe zu erzählen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat die Aufzeichnung nicht stattgefunden, weswegen wir jetzt einfach so weitermachen. Die Karte, um die es geht im Oktober, sind die Wolken. Die Wolken stehen für Unklarheiten, für Schwierigkeiten, für etwas, was unklar ist, für etwas, was im Nebel ist. Und die Wolken sind auch eine Karte für einen Mann. Ihr seht hier oben, ich schaue mal, jawohl, den König, den Kreuzkönig hier. Das bedeutet, die Wolken stehen für einen Ex-Mann, die Wolken stehen auch für einen schwierigen Mann. Generell für einen schwierigen oder für einen Mann, der undurchsichtig ist. Vielleicht habt ihr es damit zu tun im Oktober. Das kann jetzt ein Mann sein, das kann eine Situation sein, das kann auch eine Situation sein, die in der Vergangenheit schwierig war. In der Vergangenheit sage ich deswegen, weil hier als Hauptenergie sehr schöne Karten gekommen sind. Das ist die glückliche Fügung mit der Zahl 18. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen, so vielleicht besser, ne? Die Zahl 18 zusammen gibt die 9. Die 9 steht für die Vollendung. Und die glücklichen Fügungen sind auf jeden Fall genau das, was sie aussagen. Es kommt im Oktober für euch zu glücklichen Fügungen. Und hier kommt noch die Flaschenpost. Die Flaschenpost sind Nachrichten. Die Zahl ist die 15, was zusammen die 6 ergibt. Und diese Nachrichten können zum einen etwas beinhalten, was euch noch nicht bekannt war, also sozusagen ein Geheimnis. Und mit der Flaschenpost sind die Nachrichten auf dem Weg zu euch, auf jeden Fall, allerdings etwas sehr langsam. Und was auch so immer das Thema ist, es muss halt auch erkannt werden, welche Nachrichten da drin verborgen sind. Und hier kommt die Karte mit dem Weitergehen. Da haben wir die 45. Und die Weitergehen-Karte sagt auch genau das aus, in welcher Situation ihr auch seid, welche Nachricht da kommt, welche Schwierigkeiten ihr auch habt in eurem Leben. Es ist an der Zeit, weiterzugehen. Ihr sollt weitergehen. Ihr sollt nicht in irgendwelchen unglücklichen, schwierigen Situationen verhaftet bleiben, sondern ihr sollt weitergehen. Annehmen, akzeptieren, was ist und weitergehen. Und wir schauen natürlich wie immer auch an die Unterseite des Kartendecks und hier kommt die Weggabelung. Die Weggabelung hat die Zahl 13, die sieht man hier sehr, sehr schlecht.
Ich bemühe mich, euch die reinzugeben. Also es ist die Zahl 13. Und die Weggabelung spricht immer von Entscheidungen, dass ihr auch an einem wichtigen Punkt gerade in eurem Leben steht, um Dinge neu zu entscheiden oder vielleicht auch einen neuen Weg einzuschlagen. Das ist auch gut möglich, dass es hier darum geht, für euch einen neuen Weg einzuschlagen und ihr jetzt in dieser Entscheidungsphase seid, und die ist häufig sehr schwierig, ja, bis man weiß, wo man hingeht. Man ist in diesen Unklarheiten drinnen und vielleicht so das Gefühl auch, umnebelt zu sein, nicht zu wissen, welche Entscheidung man treffen soll. Sagen mir hier die Karten aber schon, da wird eine Nachricht kommen und da kommt eine glückliche Fügung und dann wisst ihr Bescheid. So, meine Lieben, wir schauen uns jetzt die Karten an, die hier gefallen sind. Als erstes die Unterseite des Kartendecks. Da sind die Ruten. Die Ruten stehen auf für eine junge Person, da ist der Bube. Und zwar, die Buben sind immer Karten, die Kinder anzeigen, auch im Tarot im Übrigen. Und die Ruten stehen bei mir bzw. bei der Angelina für das erste, für die erste Tochter oder für den dritten Sohn. Kann gut möglich sein, dass es bei dir um genau diese Personen geht, sofern du Kinder hast. Für alle anderen kann die Ruten bedeuten, und natürlich auch für diejenigen, wo es Kinder sind, dass es hier darum geht, Ordnung zu machen, vielleicht eine klare Kommunikation an den Tag zu legen, einen Streit zu bereinigen, eine Auseinandersetzung. Die Ruten sind auch immer das Thema eines Konfliktes in einem, meistens in uns. Es kann auch ein Konflikt im Außen sein oder eben mit diesen Personen, auch sehr gut möglich. Und wenn ich immer sage, entweder oder und, dann kann das eine auf dich zutreffen oder es kann tatsächlich auch mal alles in verschiedenen Situationen auf dich zutreffen. Da spür bitte selber rein, was es denn ist. Und wir schauen uns hier das Thema des weiteren, die weitere Problematik an. Ja, hier kommt die Hand. Mit der Hand ist es das Thema Verantwortung übernehmen, etwas loslassen, etwas festhalten. Und wenn ich die Themen der Karten aufzeige, dann kann es auch hier wieder ein Thema sein. Es kann auch alles sein. Wie gesagt, in verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Und die Hand spricht auch davon, hier ist ja ein Auge aufgemalt, sich eine Situation genau anzuschauen. Vielleicht sollt ihr euch ein Streitthema genau anschauen, um es dann loszulassen und hier weiterzugehen. Gut möglich, das wäre ein Beispiel, natürlich ist da auch mehr denkbar. Und hier haben wir den Bauch liegen. Der Bauch, das ist eine sehr schöne Karte im Übrigen, spricht zum einen vom Thema Heilung. Und wenn ich Heilung sage, mag ich nicht immer energetisch. Hier ist ja auch ein Bett angezeigt. Etwas auf die Welt bringen, eine Idee verwirklichen, einen Plan verwirklichen. Vielleicht geht es auch um das Thema Kinder oder Kinder bekommen. Auch dafür steht der Bauch natürlich für eine Geburt und für das Thema einer Schwangerschaft. Und das hier ist auf dem Platz, dass es noch nicht spruchreif ist, noch nicht sichtbar, dass es vielleicht noch im Unbewussten schlummert. Das ist aber etwas, was kommen will und kommen wird, also ein Plan. Die Thematik, dass hier vielleicht ein Kind auf die Welt kommt oder die Thematik der Heilung. Alles, was ich eben vorhin schon genannt habe. Hier liegt der Turm. Der Turm liegt auf dem Platz, dass es hier um Gedanken geht. Trennung, vielleicht auch Gefühle, sich abgrenzen wollen, sich zurückziehen wollen. Vielleicht ist es auch euer Wunsch. Definitiv ist es etwas, was ihr in euren Gedanken habt. Der Turm steht auch für eine Firma, eine Behörde.
Das kann jetzt zum Beispiel eine Entbindungsklinik sein, sehr gut möglich, dass hier etwas zu klären war, zu klären ist. Oder aber jede andere Firma, Behörde, die mit dem Thema Entbindung etwas auf die Welt bringen zu tun hat. Wie gesagt, oder auch das Thema hier Grenzen zu setzen, Kommunikation, klare Kommunikation. Hier kann es auch um Diskussionen mit einer Behörde gehen. Auch da ist es, das ist möglich, dass hier es darum geht, Themen ja zu bereinigen, zu klären. Des Weiteren haben wir hier den Baum liegen mit den Engelsflügeln. Die Engelsflügel und der Baum, das ist das Thema hier, etwas zu stabilisieren im Leben. Etwas im Leben ist wertvoll, ist beschützt, ist auch geführt. Die ganze Situation, die hier da ist, ist auf jeden Fall geführt, sagt mir diese Karte. Und der Baum steht auch für das Thema Gesundheit und Krankheit. Und ihr wisst, ich spreche nur energetisch, wenn es darum geht. Die Thematik hier auf jeden Fall ist mit dem Baum auch das Thema Heilung. Und da ist etwas geführt und beschützt und etwas wertvoll daran. Die Situation hier im Oktober ist für euch auf jeden Fall eine wertvolle Lebens Situation, etwas, wo es auch darum geht, etwas zu lernen durch diese Schwierigkeiten. Gleichwohl sagt mir die Verbindung, dass diese Schwierigkeiten, Unklarheiten, schicksalshaft sind, also wichtig sind, bestimmt sind, um hier einen Prozess voranzubringen. Denn das Weitergehen und die Weggabelung, das sind auch immer Themen, wo es wirklich darum geht, auch etwas anzunehmen, anzuerkennen oder zu erkennen, was in eurem Leben gerade so stattfindet. Etwas bewusst anzuschauen. Und hier haben wir die Schlange, die Karte mit der Schlange. Da geht es um Umwege und Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit. Oder mit dem Thema sich öffnen. Die Schlange ist auch eine weibliche Personenkarte. Da oben seht ihr in der Ecke das D für Dame, Kreuz, Dame. Gut möglich, dass es hier um eine Frau geht, dass eine Frau, das kann jetzt eine Mutter, eine Freundin, eine Arbeitskollegin sein. Das kann auch, weil die Schlange für Heilung steht, eine Heilpraktikerin sein, für den einen oder anderen in der Öffentlichkeit. Es ist auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens und der Park steht auch für Kundenverbindung. Was mir jetzt sagt, das kann tatsächlich, es kann auch eine Ärztin sein, ja. Das kann jetzt tatsächlich jemand sein, der euch Informationen gibt, der euch Nachrichten gibt. Oder es kommen hier glückliche Fügungen rein, dass ihr Nachrichten erhaltet, wo ihr hingehen könnt, um gewisse Prozesse zu heilen. Und nochmal, ich spreche immer energetisch von Heilung. Das sieht mir hier zum Beispiel, wie gesagt, nach einer Ärztin aus. Oder aber auch nach einer Heilpraktikerin. Kann aber auch jede andere Person sein, die mit diesem Thema zu tun hat. Steht auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Sagt mir aber auch umgekehrt, dass ihr mit euren Problemen, mit euren Schwierigkeiten am besten in die Öffentlichkeit gehen sollt, um hier eben gewisse Verwicklungen, Verstrickungen A zu erkennen und B zu beheben. Und gut möglich, dass da auch eine Frau eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle bei diesem Thema. Ach, wunderschön. Die Störche. Wir haben die Störche hier. Die Störche liegen auf eurem Platz. Das heißt, es kommen positive Veränderungen, definitiv. Diese positiven Veränderungen, ich sage es immer gerne noch dazu,
sind sehr häufig die Veränderungen in uns. Das heißt, wenn wir unser Denken, Handeln, Fühlen verändern, verändert sich etwas im Außen. Die positiven Veränderungen stehen allerdings auch für das Thema Umzug, für das Thema Geburt. Also etwas verändert sich hier, was noch nicht bekannt ist oder noch unklar ist. Es verändert sich etwas bei den Schwierigkeiten durch einen Plan, durch eine Idee, die auf die Welt kommen will. Man übernimmt hier Verantwortung und Verantwortung kann auch das Thema sein, dass man eine Problematik loslässt, dass man sagt, okay, es ist wie es ist, das war so und ich mache mich jetzt auf, gehe weiter und suche mir neue Lösungen. Ich kann hier verzweifeln an dieser Problematik, ja. Ich kann in diesem Konflikt und in diesem Leid baden, ja. Aber die positiven Veränderungen sagen mir, du wirst es nicht tun. Du wirst einen Weg finden, du wirst deinen Mindset ändern und du wirst jetzt rausgehen aus dieser Situation und sagen, gut, ich lasse jetzt das Alte los, was auch immer es ist, was dir hier einen Konflikt bereitet, Unklarheiten, Schwierigkeiten. Du wirst die Veränderung einleiten, mein lieber Skorpion, und ich finde die Legung gerade granatenstark. Gerade auch für euch, meine lieben Skorpione, die ihr ja doch sehr, ja, sehr erdverbunden seid. Ihr seid zwar kein Erdzeichen, aber auch ihr seid sehr fest in eurer Meinung. Und die Karte bei euch finde ich schon mal granatenstark, ganz ehrlich. Und beglückwünsche euch dazu, denn das verhilft euch, aus dieser Thematik rauszukommen. Dass sich hier diese positiven Veränderungen, eure Gedanken, eure Blickwinkel ändert und ihr euch auch dafür öffnet. Das finde ich granatenstark und dafür beglückwünsche ich euch. Ich finde es ganz toll, wirklich. Diese Legung finde ich jetzt schon super. Und schaut mal, hier haben wir die zwei Karten: Beziehungen, Verträge, Partnerschaften, jegliche Verbindung oder Routinen, Kreisläufe, die seht ihr nicht. Schaut mal, die Damenkarte steht für dich in jedem Fall, die du zuschaust oder der du zuschaust. Meine lieben Männer und Gleichgeschlechtlichen, bitte dreht euch für euch um. Die weibliche Hauptperson bist immer du, der diese Legung jetzt anschaut oder die. Und hier ist etwas, was ihr an Verbindungen, an Beziehungen, an Verträgen, an Kreisläufen noch nicht seht. Im Außen oder das kommt von außen auf euch zu und da gilt es hinzuschauen und das ist diese Veränderung, die mir sagt, ihr werdet hinschauen. Das ist genau das, was ich gerade auch schon angesprochen habe. Ihr werdet es hier auf jeden Fall anschauen, welche Beziehungen euch gut tun, welche Beziehungen, welche Routinen, das können auch sehr häufig Routinen sein, euch nicht mehr gut tun. Und ihr werdet hier auch diese Nachrichten wahrnehmen, die kommen. Vielleicht kommen sie auch immer wieder mal in Abständen. Auch das nehme ich hier wahr. Und ihr werdet mit den Engelsflügeln tatsächlich wie hingestupst darauf, ganz freundlich und nett, da hingestupst. Und ihr werdet es auch erkennen. Und es kann auch darum gehen, dass Pläne festgemacht werden, die euch jetzt aktuell vielleicht noch gar nicht so, also mit Sicherheit würde ich sagen, noch gar nicht so bekannt oder bewusst sind. Und dann kommt eine Inspiration von außen. Ihr seht die erstmal nicht. Aber dann kommen hier Nachrichten, sehr langsam, sehr zögerlich. Und
die Nachrichten über eine Trennung, über eine Veränderung, über einen Rückzug oder darüber, dass es darum geht, Grenzen zu setzen. Das sind alles solche Themen und wenn diese Stichwörter vielleicht fallen, macht's bei euch Klick und ihr wisst Bescheid. Ist auch gut möglich. Und wir schauen die letzte Karte an, die hier liegt. Tada! Der Schlüssel. Der Schlüssel ist eine sehr, sehr positive Karte. Hat im Übrigen die Nummer 33, was auch eine Engelszahl ist. Alle Doppelzahlen und Synchronizitäten. Achtet mal darauf, wenn euch 1111 zum Beispiel oder 2222 oder 1212 häufig ins Blickfeld kommt, dann googelt gerne mal, was die Zahlen bedeuten. Der Schlüssel sagt, dass mit Sicherheit hier eine Situation ist, ja, an Verträgen, Beziehungen, Partnerschaften, Verbindlichkeiten, die hier nicht erkannt wird, wo es darum geht, entweder das Thema loszulassen oder etwas festzuhalten, etwas abzusichern, einen Handschlag zu machen, Bilanz, in jedem Fall Bilanz zu ziehen, das auf jeden Fall. Und der Schlüssel sagt, mit Sicherheit werdet ihr das ist nochmal so das Ausrufezeichen im Lenormand, mit Sicherheit werdet ihr genau diesen Wandel jetzt auch schaffen und aus diesen Schwierigkeiten, Komplikationen, Unklarheiten, aus diesem Nebel hier rauskommen. Oder aus der Thematik sollte das eine Person sein für euch. So, und jetzt kommen die Seelenblickkarten. Für die einen von euch, denen es bis hierhin lang, Dankeschön, dass ihr gerne einen Daumen nach oben da. Für die anderen, ich freue mich, wenn ihr weiterschauen möchtet. Dann schauen wir uns jetzt die Thematik nochmal genauer an. Für die Wolken bitte eine Karte. Und ihr wisst ja, die Legung ist allgemein. Das kann jetzt schon mit euch resonieren. Es kann aber auch jetzt etwas kommen, wo ihr sagt, ja, und jetzt macht das Ganze Sinn für mich. Spürt da einfach rein, okay? Bitte für die Wolken eine Karte. Und da kommt sie raus. Geduld. Konzentration, Vertrauen, Geduld. Darum geht es bei der Thematik dieser Schwierigkeiten. Bitte für die Hand eine Karte. Ich will mal ein bisschen von dem Mikrofon weggehen mit dem Mischen. Hier kommt das Thema Streit, Auseinandersetzung, Kampf, Machtkampf. Und der Streit ist sehr häufig auch etwas in euch. Ja, wie die Konfliktkarte. Aber wie gesagt, wir haben es ja hier auch schon, ich hatte es vorhin erwähnt, die Ruten stehen auch für Streit. Mit dem Thema Angst, sich Sorgen machen, Niedergeschlagenheit. Das ist genau auch das Thema hier, was losgelassen werden darf und was man sich vielleicht auch anschauen darf. Vielleicht ist hier eine Situation, die euch in diesen, ja, die euch einfach Sorgen macht. Und das sagt ja auch die Wolkenkarte im Prinzip. Unklarheiten, Schwierigkeiten und das Thema Angst und Schreit. Und da gilt es auf jeden Fall genau hinzuschauen, ja, und zu überlegen, ob ihr das nicht loslassen könnt. Das ist im Prinzip das, was ich auch schon vorhin gesagt habe. Den Bauch. Bitte noch eine Karte für den Bauch. Hier kommt Thema Vertrag. Ein Arbeitsvertrag, eine verbindliche Absprache, eine Hochzeit. Es kann aber auch jeder andere Vertrag sein, eine Verbindlichkeit, um die es geht, die hier im Plan ist.
und die nicht gesehen wird. Beziehungsweise wir haben eigentlich das Gleiche auch hier nochmal, dass es um einen Vertrag geht, um eine verbindliche Absprache, um etwas auf die Welt zu bringen. Und es kann auch eine Idee sein, die hier vonstatten geht. Natürlich kann es auch das Thema Hochzeit sein, wenn ihr oder hier Kinder von euch heiraten wollen. Sehr gut möglich, vielleicht habt ihr deswegen Angst oder einen Konflikt und seid mit der Partnerin oder dem Partner nicht einverstanden. Das ist auch sehr gut möglich. Und bitte eine Karte für den Turm. Da kommt der Amtsvertreter raus. Also es scheint tatsächlich um eine Firma oder Behörde zu gehen. Hier, die ihr in Gedanken habt. Der Amtsvertreter, Richter, Notar, Polizist, Anwalt, Sachbearbeiter. Aber natürlich auch jede andere Person, die ein bestimmtes Amt innehat. Bitte eine Karte für das Thema des Baumes. Und da kommt, jawohl, da kommt das Chaos. Unordnung, Durcheinander, Verzögerung. Und das Chaos, wenn hier drauf fällt, sagt mir das zum einen, dass ihr das Chaos, euer Leben als Chaos gerade empfindet. Gewisse Probleme und Schwierigkeiten, wie es ja hier schon angezeigt ist. Vielleicht habt ihr auch den Eindruck, wie chaotisch euer Leben gerade ist oder wie durcheinander. Die Engelsflügel sagen hier aber, dass das alles auch so sein soll. Hier kommt noch die kurze Leidenschaft. Eine Affäre, kurze Begeisterung und kurzes Interesse kommt ebenfalls mit raus. Und ich möchte jetzt für die Engelsflügel noch eine Karte bitte. Und da kommt die männliche Hauptperson. Die männliche Hauptperson ist der Fragesteller, euer Gegenüber, eure Wunschperson, die männliche Person, mit der ihr es vermehrt zu tun habt. Und jetzt kann es zum einen sein, dass ihr diese männliche Person als sehr wertvoll empfindet, als sehr beschützend in dieser Situation des Chaoses und des Durcheinanders in eurem Leben. Ich schaue mal, dass ich euch das ein bisschen schöner herlege, dass ihr das alles doch noch sehen könnt. Oder genau diese Person ist verantwortlich oder Bestandteil dieses Chaoses. So würde ich es eigentlich viel lieber sagen, denn das Thema Schuld ist auch etwas, was es so wie wir dieses Thema Handhaben eigentlich auch nicht gibt. Aber das ist was anderes. Also auf jeden Fall kann es hier sein, dass die männliche Hauptperson etwas Wertvolles in eurem Leben an Schutz bietet, zum Beispiel, oder an Unterstützung bei diesem Chaos. Oder eben umgekehrt. Das kann, beides ist möglich, ja. Bitte eine Karte für das Thema der Schlange. Uiuiui, da wollen ganz viele raus. Moment, schauen wir mal, ob wir die alle nehmen können. Ja, ich lege sie euch her. Jetzt muss ich nur Platz machen, dass wir alles herbekommen. Also, Thema Schlange und Park, Umwege, Schwierigkeiten, Heilung durch die Öffentlichkeit oder das können auch Kunden sein. Das kann eine Heilpraktikerin sein, ich habe es ja vorhin schon erwähnt.
Im Frühling, zartes Wachstum, es geht voran. Vielleicht ein bisschen über Umwege und Schwierigkeiten. Lasst euch, wenn Umwege und Schwierigkeiten kommen, auch das sagt die Karte, auf dem Platz nicht von eurem eigentlichen Ziel abbringen. Deswegen die Konzentration hier und die Geduld. Deswegen können auch die Wolken hier in der Mitte stehen. Dass die Karten quasi sagen wollen, ja, es können ein paar Umwege noch geben, ein paar kleinere Schwierigkeiten, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben, aber da ist das Thema des zarten Wachstums, da geht etwas voran, lasst euch davon nicht ablenken von eurem eigentlichen Ziel. Ebenso kommt hier ein Tier, es kann auch um das Thema eines Tieres gehen, Gedankenkarussell, Kopfkino, Dauergrübeln. In Kürze, eine kurze Zeitspanne wird hier angezeigt, das Geld, Finanzen, Klärung. Das ist jetzt auch gut möglich, dass es das Gedankenkarussell um ein Tier kreist oder eben um Nachrichten, die mit dieser Thematik zu tun haben oder mit der Thematik, dass in Kürze etwas mit dem Thema Finanzen sich vielleicht bei euch ändert. Zum Positiven, ja, wir haben hier die positiven Veränderungen drinnen und den Schlüssel, der auch immer nochmal eine positive Bestätigung ist, der für Zuversicht und für Sicherheit steht. Hier wird etwas abgeschlossen und gleichzeitig etwas Neues, Positives aufgeschlossen. Das Ganze kann sein, dass ein bisschen Liebeskummer ausgelöst wird und das steht hier für Depression, Verzweiflung, innerer Schmerz. Das kann kurzfristig vorkommen, soll euch aber auch nicht erschrecken, denn es kommt hier im Sommer Wärme, Sinnlichkeit und Frohsinn. Auf jeden Fall, die Karte sagt mir immer auch, positiv bleiben und wir haben hier nochmal die lange Zeitspanne, Geduld, Beharrlichkeit. Geduld und Beharrlichkeit kommt hier ebenfalls nochmal und die Geduld liegt ja auch schon hier drinnen. Also, das sagt mir, für die Schwierigkeiten, die vielleicht noch da sind, vielleicht kommen auch neue dazu, das ist auch gut möglich. Die wandelt ihr aber in etwas Positives um. Das sagt mir hier auch die Kartenfolge. Die wandelt entweder ihr in etwas Positives um oder es wird etwas im Außen in etwas Positives umgewandelt. So, meine Lieben, die Störche bitte. Eine Karte für die Störche. Und da kommt eine. Irrglaube, Selbstbetrug, die Wahrheit nicht annehmen können. Diese positiven Verwandlungen, habt ihr vielleicht den Eindruck, dass das ein Selbstbetrug ist und ihr euch vielleicht anlügt? Das heißt auch, dass ihr diesem Wandel vielleicht nicht vertraut. Und jetzt möchte ich bitte noch eine Karte für die Ringe. Die Störche kann auch für einen Umzug stehen und vielleicht seid ihr da einem Irrglauben aufgesessen und das entwickelt sich nicht so, wie ihr das vorhattet. Was aber letztendlich, ich kann es nur wiederholen, positiv für euch ist, wenn sich ein Umzug zerschlagen hat, wenn sich ein Wandel zerschlagen hat und sich nicht so einstellt, wie ihr das erhofft habt, dann sagen die Karten hier oben, es ist eine glückliche Fügung, dann soll es nicht so sein, ja? Und das Thema ist, geht weiter. Geht weiter, trefft eine Entscheidung und geht weiter. Und hier kommt das Thema Geburt, Schwangerschaft, neugeboren werden, Familienzuwachs.
Alleinsein, Ohnmacht, Angst, es nicht zu schaffen. Vielleicht wollt ihr etwas Neues auf die Welt bringen und habt Angst, es nicht zu schaffen. Und hier kommt das Thema Rückzug. Abstand, Auszeit, Selbstfindung. Vielleicht wird euch auch im Außen das Thema geboten, dass ihr in einen Rückzug gehen könnt. Vielleicht kommt die Chance hier auf eine Möglichkeit des Rückzuges, um euch eine Thematik genau anzuschauen. Und für den Schlüssel kommt das Thema jetzt. Schnelles Handeln, schnelle Entscheidungen. Mit Sicherheit positive Entscheidungen, mit Sicherheit was aufschließen, um etwas abschließen zu können. Und wir haben hier nochmal das Thema der Ordnung. Sammlung, Ordnung, Sortieren. Ich schaue gerade, ob ihr das sehen könnt. Im Prinzip das Gleiche, wie auch die Routen sagen, dass es hier um eine neue Ordnung geht, um eine Ordnung, um einen Wandel, der etwas in die Ordnung bringt. Bitte einen Tipp für meine Skorpione im Oktober, und da kommt der Page des Feuers. Ist interessant, dass es wieder ein Page ist, denn die Pagen stehen ja, wie ich schon gesagt habe, wie die Buben auch für Kinder. Kontaktfreudig, kreativ, zuversichtlich, schelmisch. Schau mal, dass ihr das auch lesen könnt. Nachrichten über eine aufregende neue Unternehmung. Nutze deine Genialität und deinen Einfallsreichtum. Das ist eine wunderschöne Karte, und vielleicht ist es aber auch entweder ein junger Mensch, mit dem ihr zu tun habt, oder es ist tatsächlich ein Kind von euch. Es kann auch sagen, dass diese Energie, die hier zum Tragen kommt, vielleicht auch das Thema ist, dass ihr in diese kindliche Energie kommen dürft. Und des Weiteren ist es auch immer ein Angebot, was euch dargebracht wird. Das nehme ich ja hier auch schon mit der Flaschenpost wahr, dass es um ein Angebot geht, was euch an glücklichen Fügungen zufließen will, mein lieber Skorpion. Mit dem Page des Feuers eine sehr schöne Karte, muss ich wirklich sagen. Es ist eine Chance, ein Angebot auf eine Veränderung, auf eine Neuausrichtung, so würde ich noch dazu sagen. Und schaut mal, hier unten haben wir die 6 des Wassers. Und bei der 6 des Wassers, da geht es Erinnerungen aus deiner Kindheit, aus deiner Geschichte, etwas, das mit Kindern zu tun hat, die Vergangenheit verklären. Es kann auch gut sein, dass hier eine Chance angeboten wird, etwas komplett Neues zu machen, und ihr seid dann im Zwiespalt, etwas loszulassen, und habt so diesen inneren Konflikt. Das ist auch gut möglich. Und dann kommt hier eine glückliche Fügung, die euch dann klar macht, und ihr seid euch plötzlich ganz bewusst, wo es hinzugehen hat und wo ihr hingehen wollt. Legt es mal hier noch rein, dass man das alles schön sieht. Mein lieber Skorpion, wenn du damit in Resonanz gehst, und ich kann euch nur empfehlen, die Legung so Mitte, Ende Oktober nochmal anzuschauen, damit ihr seht, was denn die Thematik bei euch vielleicht ist oder war. Und wie gesagt, wenn ihr damit in Resonanz geht, ich freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo, sage herzlichen Dank und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, alles Liebe.